Moin Moin, mein Name ist Heinrich Peter Löwe und willkommen beim Schwarm. Wir spielen Spacer Tactics und ja, wir sind unterwegs mit den Genräubern, Genstealern oder Symbionten, wie sie auch im Deutschen genannt werden. Ja, Angriff auf die Dark Angels, was machen wir? Töten Sie den Sergeant, bevor er die Konsole aktiviert? Töten Sie den Sergeant, bevor er die Konsole aktiviert? Entriegele die markierte Tür in 20 Zügen. Die folgende Einheit muss überleben. Reaperfax. Kriegen wir, wenn wir die Mission machen, keinen Reaperfax? Und was ist ein Reaperfax? Würde mich mal interessieren. Wir versuchen den Sergeant zu töten, bevor er die Konsole bedient und die Einheit Reaperfax. Gebe ich mir die Mühe, dass sie überlebt. Ich würde sagen, Start, weil 300 DNA-Punkte ist nicht viel, da brauchen wir nichts machen. Achso, ich muss draufklicken und so. But even in the face of hopeless defeat, the Space Marines are formidable adversaries. While swarms of Gene Stealers gathered for a massive assault, the Death Wing had a final option, a last mission to accomplish. If they could transmit a Vox signal, they could send a warning, a desperate call for the Imperial Navy to find the Forsaken Doom and blast it into oblivion. Nein, nicht den Schwarm. Der Schwarm weiß, wie er gegen angehen kann. Denn ich bin die Sparmutter. Gibt ja wenig DNA für die Mission, finde ich. Also hätten sie mal ein bisschen mehr machen können. Gierige. So, wir haben... Kann ich den Reaper hier auswählen oder kriege ich den? Ah, guck an. Ach, der heißt hier Reaperfax. Der hieß doch nie im Codex Reaperfax. Irgendwie eben geil oder irgendwas anderes mit Y auf jeden Fall. Aber doch nicht Reaperfax. Das hätte ich mir merken können. Was kann der? Was kann der? Was kann der? Was kannst du? Spawner ein Reaperfax Biomorph. Das wird uns gleich, glaube ich, gesagt. Aber bin ich mal gespannt, was der kann. Da bin ich ja gleich gespannt. Wir haben ihn jetzt nicht mitgenommen. Ich will einen Reaperfax. Den wollen wir den Trupp hinzufügen. Jetzt haben wir quasi alle. Es gibt alle Varianten. Genau, der hat ja auch Zank. Das sind, glaube ich, Zankkrallen, oder? Die geben. Im Tabletop gaben die, glaube ich, plus einen Angriff oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich nicht so gut aus mehr. Ich habe alles vergessen. Kacke, ey. So, bereit. Scheiß Gedächtnis. Kann man sich nicht alles merken, verdammt. Hab ein paar Jahre ein bisschen die Tyranniden gespielt und ich habe sie auch geliebt. Na, aber frag mich nicht regeltechnisch. Da habe ich wohl zu selten gespielt. Ja, mit, ich glaube, mit einem Kodex, mit einem, ich weiß gar nicht, mit einem Regelsystem, mit dem Abwehrfeuer, hat mich übelst aufgestoßen, weil meistens dann meine Tyranniden gar nicht bis zum Feind kamen. Und sind doch, glaube ich, sind teurer geworden. There is no way forward, but we are not done yet. There are alien energy cores here, still active. We can make use of them. Brothers, if we can draw power from the Eldari energy source, the Vox beacon I carry can send a warning further afield, but the beacon must be protected at all costs. Gut, dann müssen wir den Sender auf jeden Fall zerstören. Energy core located. Position marked. RN may already be fated, but we can still ensure the Imperium endures. Repent, for today we die. Ja, ihr werdet definitiv sterben. Ihr komischen dunklen Engel. Mach euch Platz. So. Reaperfax Biomorph. Er kann besetzte Felder überqueren. Es hat 8 Aktionspunkte. 8. Da traf ich aber mit dem Felder nicht. Wenn da einfach was zu ist, kommt der einfach irgendwie rechts rein und links wieder rum oder was? Oder muss das so ein schraffiertes Feld sein mit diesen Riffelchen an der Seite? Wir werden es gleich einfach mal testen. Brother, my Auspex is reading a signal of Imperial origin. Oh. Bestimmt Ultramarines. From the fleet? No.
It appears to be coming from the depths of the Space Hulk, far deeper than this Eldari wreck. The coding icons are ancient, on the order of several thousand years old. Krass. Stimmt noch, als der Imperator so unterwegs war, noch bestimmt irgendwelche Truppen oder irgendwelche tolle Sachen. A question we have no time to answer, Kinsman. Schade. Aye, but I cannot help but wonder what secret lies down there, as our obsession with the fallen blinded us. Also ich will auch wissen, was da für Geheimnisse sind. Los, lasst, geht da runter. Der Universalschlüssel eines Space Marines ist der Stormbolter. Auch wenn man zweimal drauf schießen muss, die Tür öffnet sich. Ich frage mich hier auch, geht das für Wände? So. Wie viel machen kannst du denn machen? Ah ja. Nee, einmal, wenn du dich bewegst, kannst du auch einmal schießen, oder nicht? Wie viele Aktionspunkte hat denn der Jolly gehabt hier? Ah, hier, Melder. Mag ich ja gar nicht. Wo ist denn euer Sergeant? Der Sergeant will sterben, hat man mir gesagt von euch. Ganz hinten. Hm. Ich hatte jetzt auch irgendwie die Space Marines auf dem Elder-Gebiet gespielt. Die konnten aber die Portale nicht benutzen. Ich weiß nicht, ob ich mich zu doof angestellt habe. Aber hier sind keine Portale, ne? Das ist Elder... Doch, hier. Wird natürlich hier nicht gesagt, von wo nach wo wahrscheinlich. Von rechts nach links, oder? Haben wir noch mehr. Die Tür ist zu. Ist natürlich scheiße. Wie kriege ich die Tür auf? Muss ich kaputt machen oder was? Da müssen die hin, auf jeden Fall. Und da sind sie schon quasi gleich. Töte den Sergeant. Na gut, das machen wir auf jeden Fall. Was bist du? Du bist der Reaperfax. Reaperfax! So, ja, was können wir, was haben wir? Nö. Das sieht viel besser aus. Die Karte wandeln wir mal um. So. Dreckige Space Marines. Wir werden euch alle töten. Ich hab Angst, wenn ich da nicht rauskomme. Achso, geht nicht. Scheiße, ich hab umsonst... Warum... Kacke. Warum kann ich das nicht machen? Kacke, jetzt habe ich umsonst die Karte geopfert. Das wäre echt ärgerlich. Kann ich das zurücknehmen? Nee. Das ist bescheiden, weil ich kann jetzt hier... Haben nur die zwei Punkte. Hätte ich mal vorher gucken sollen, weil hier ist auch kein freies Feld frei, wo wir noch hier irgendwelche Plips hinlegen könnten. Das ist echt Schitte. So, dann kümmern wir uns doch mal um die Tür. Och, ist der fix. Guck an, wie fix der ist. Ja, der kann durch verschlossene Türen gehen. Kriegt irgendwo rein, kriegt irgendwo raus. Das erwarte ich eigentlich von allen Symbionten, verdammte Axt. Warum können das nicht alle? Oder warum gibt es nicht einfach mehr Tunnel oder so, statt diese Scheißportale? So, jetzt schieße ich dir mal raus hier. So, wir machen dich mal kurz sichtbar. Komm mal her, Süßer. Und dann zack mir mal die Tür da. Ist ja echt doof, wenn man immer nur so wenig... Nee, ich krieg sie nicht gehackt oder was? Open the door, please. Haben wir eine Karte? Ziele auf einen Zweier- oder Dreierplip im nächsten Zug. Oh, das wäre natürlich... Das heben wir uns mal auf. Ziele auf den Genstealer? Nö. Upsala, das war einmal zu viel. Rechte Maustaste. Muss ich echt die Tür kaputt machen von dem Reaperfax? Das ist ja echt bescheiden. So, den kriegen wir auf jeden Fall raus. Ich überlege, wo packen wir den am besten hin? Wo packen wir ihn hin? Die werden hier laufen. Ich bin ein Space Marine und hier die Tür kaputt schießen auf jeden Fall. Ah, wo packen wir ihn hin? Kriegt er die auf?
Erstmal zum Schalter. Ich finde das ja echt bescheiden, dass wir... Ich muss das gleich mal testen. Nächste Runde. Weil wir haben nur zwei Spawnpunkte und dann ist jetzt einer verwehrt quasi. Fire! Oh, die hält was aus, die Tür. Na, passt der Universalschlüssel nicht, Marine? Boah, das ist aber... Vier Schuss. Also ich glaube, man kann jedes Mal schießen, wenn man geht, oder? Pro Feld vielleicht einmal? So sah das gerade aus. Man muss ich mal testen, wie ich das nächste Mal in Space Marine spiele. Sergeant, wo gehst du hin? Da konzentriere ich mich drauf, wo du hingehst. So, ach so, wir dürfen jetzt nicht legen. Warte mal, wir haben jetzt begrenzte Anzahl an Plips. In jedem Zug kann sich pro Spawnpunkt nur ein Plip befinden. Das ist ja schon mal bescheiden. Das ist ja schon mal bescheiden. Hätte man mir das nicht vorher sagen können, die in die ich brauche irgendwas mit 2. Die eine müssen wir... Wo ist die andere Karte? Die gute? Ah, das war die hier. Die muss bleiben. Reaperfax, brutaler Schlag. Ziele auf einen Genstealer. Plus 1 für den nächsten. Na, komm. Ach komm, die wandeln wir mal um. Ein Plippchen hier. Ein Plippchen da. Zack. So. Dann schicke ich da mal hin. Ach, mehr geht nicht. Und schön. Warum kann ich jetzt nicht hier hingehen? Achso, weil das eh wahrscheinlich so ein Fake-Signal ist. Oder wie man sie auch nennen mag. So. Na, der Sergeant traut sich noch nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir in diese Richtung gehen. Da wir ja nicht so viele haben, müssen wir mit geeinten Kräften zusammenarbeiten. So, Schnucki-Putzi. So, ich geh mal da vorne hin. Kannst du denn die Tür kaputt machen? Please open the door. Oh, nee. Ich hab ins Leere geschlagen. Das geht aber auch. So, wir konnten die Tür öffnen. Der Reaperfax muss überleben. Machen wir die Tür auf. Naja, dann kann er ja hier quer durchschießen. Die Tür lassen wir mal zu. So, Schnuckiputz. Der muss die Tür öffnen. Ach komm, ich riskiere es mit Schnuckiputz. Na, und ein Freundchen haben wir noch. Den schießen wir mal gleich hinterher. Wenn wir den mit der schweren Waffe schon mal rausholen können, wäre ja auch mal was. Und dann mal gucken, wie der Sergeant sich entscheidet. Und dann nächste Runde. Und dann hoffentlich kriegen wir eine Karte. Sounds again. Stronger this time. Clearer. Can it be so? It bears the imprint of Holy Terror, the signifiers of the Adeptus Custodes. An echo from the Golden Throne. How is that possible? Hä? Vom goldenen Thron des Imperators? Hä? Wie soll das denn möglich sein? Der ist auf Terra, auf der Erde. Was gibt denn da ein Signal auf diesen Space Hulk? I do not know, brother. The signal fades now. Once again. Oder beeinflusst da irgendwie der Imperator. Der ist ja sehr, sehr mächtig, obwohl er in dem 40. Jahrtausend quasi nur ein Skelett ist. Aber es opfern sich ja immer Psioniker. Damit er mit frischer Energie, ich glaube 1000 am Tag waren es, mit frischer Energie weiterleben kann. Oder halbwegs irgendwie existieren. Ich
weiß es nicht so genau. So, er dreht um. Das mag ich aber nicht. Aber was macht der da? Sergeant geht nach links. Wunderbar. Komm, 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 komm. So, jetzt stellt er den anderen Typen sich im Weg, oder was? Na gut, die können ja geradewegs... Ich kann aus zwei Richtungen kommen, diese Schweinebacken. Nein, nein, nicht so weit gehen. Stopp, stopp, stopp. Stopp, er kann noch gerade schießen. Wandle Karten um für Plips. Ich will jetzt eine Karte haben mit zwei Plips, bitte. Krügischer Verstand. Lege alle drei Karten ab. Nee, die eine Karte ist gut, die will ich haben. Da kriege ich ja so ein Fake-Ding hier. Komm. Wir brauchen Truppen. Wir müssen Truppen mobilisieren. Der Schwarm braucht Truppen. Wenn die Schwarmmutter befiehlt, dann muss ja Truppen kommen. Verdammt. So. Ja. So, der wird hier gleich gekillt, ist mir aber Wumpe. Töte den mit der schweren Waffe, den mag ich nämlich absolut nicht. Ego-Perspektive ging ja hier nicht, ne? Oder? Ne, wir haben diese komische Ansicht. Oh doch, hier sehen wir die Portale. Oh. Das ist neu, hätte ich mal vorher gucken können. Okay, das heißt, wenn wir da oben Einheiten rankriegen, können wir sie darüber hier holen. Das ist sehr gut. Falls sie nämlich in diesen Gang gucken, sich hier alle in diesen Gang aufstellen, nicht in diesen, dann können wir sie nämlich wegsnacken. Nämlich schön von hinten. So. Wie sie nämlich die Tyrannie in einer Mission Nummer 4, glaube ich, bei den Space Marines bei mir gemacht haben. Egal. Angriff. Rupst du mir den? Süßer. Rupp mir diesen Space Marine kaputt. Aber hoch dich. Ja, genau. Schlitz ihn auf. Mach ihn putz. Super. So. Ah. Jetzt haben wir ein Problem. Ich mache jetzt mal... ich muss mal eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, Tyranniden ziehen sich normalerweise storymäßig nie zurück. Ja, ich hatte mal eine große Armee. Wir haben, glaube ich, 2.000-3.000 Punkte gespielt. Und wir mussten Punkte halten. Und mein Kumpel, also ich habe sie alle Richtung Nahkampf losgeschickt. Und dann hat er ein bisschen drauf gefeuert, mir so ein paar weggeschossen. Und dann hatte ich in der Zeit aber irgendwie in ein, zwei Runden halt die Punkte eingenommen. So, und er dachte, ich greife ihn weiter an. Und dann dachte ich mir so, nö, ich ziehe meine Truppen zurück. Hab sie schön in Deckung gebracht, so dass er kommen musste. Ich habe zwar nicht gewonnen, weil... Ja, er hat das Space Marines und ja, sind halt ein bisschen effektiver, aber ist man unentschieden. Aber die Schlacht, die war so, er meinte, das ist ja das erste Mal gewesen, dass er jemanden gesehen hatte, der Tyranniden halt, ja, auch mal zurückziehen lässt. War eine coole Runde. Haben auch, glaube ich, 2-3 Stunden gespielt oder so, oder kann noch mehr gewesen sein. Aber das ist beim Tabletop so, das dauert mal länger, ne? Darum bin ich auch ein bisschen, glaube ich, weg davon, weil es mir einfach zu lange dauert. Aber Geschmäcker sind verschieden. So, du bleibst hier auch mal stehen. Wir warten auf Mr. Sergeant. Achso, geht nicht. Du musst dich erstmal da bewegen und hier bewegen und, genau. So, wir könnten quasi Onkel Doc von hinten. Aber dann könnte Sergeant den Reaperfax töten. Wir bleiben hier mit den Reaperfax mal stehen. Ein bisschen feige, ist mir aber scheißegal. Nämlich er ist ja weitergegangen und möchte nicht auf meinen Reaperfax schießen. So, diddly-dum, diddly-da. Hier kannst du ja mal bitte die Tür öffnen. Please open the door. Und dann stellen wir dich da schon mal hin. Weil es nämlich ihmchen, da ist mir schon ziemlich nah, hier durchkommt. Wir müssen mal gucken, diagonal sind 2 AP, hier sind 2 AP. Dann kriegt er vielleicht noch die Tür auf und dann war's das. Darum brauchen wir Trüppchen, Trüppchen, Trüppchen. So.
Hier haben wir jetzt quasi zwei, die würde ich hier erstmal stehen lassen. Wir müssen mal ein bisschen mehr hier hin packen. Also wir sollen zwar den Sergeant töten in 17 Zügen. Ich trinke mal einen Schluck. Aber ich würde gerne alle töten. Einfach nur... Sie müssen sterben. Punkt. Sie bedrohen den Schwarm. Also müssen sie sterben. Ganz einfache Sache. Vielleicht... Ich versuche ihn jetzt hier mit so einem Fehlsignal zu locken. Das verschwindet dann, aber vielleicht fühlt er jetzt eher hier sich bedroht und geht nochmal ein, zwei Schritte hierhin quasi verkackt oder benutzt einfach eine Runde länger oder braucht einfach eine Runde länger, um ins Zentrum zu kommen. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht reagiert die KI ja drauf. Was mir negativ aufgefallen ist, dass wenn meine Space Marines hier in Verteidigungsposition gehen, dass die KI, die dann halt die Tyranniden spielt, quasi, ja, sich manchmal gar nicht bewegt. Das habe ich jetzt in einem Spiel gehabt. Das war voll doof. Also ich habe dann zwei, drei Runden nichts gemacht, weil ich habe die gute Position gehabt. Ich sollte ja was beschützen und die KI bewegt sich nicht. Naja. So. Achso, ja, wir brauchen wieder eine Karte, 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 Karte. Das ist die, die ich haben will. Wir brauchen was mit zwei Plips. Oh, wir haben was mit zwei Plips. Oh, ja. Nein, nein, nein. Karte umwandeln, ja. Genau. Dann die mit den Zweiern. Würde ich dann trotzdem nochmal hier kommen lassen. Den einer da. Und dann nochmal diese Karte lesen. Ziele auf den Zweierplip. Okay, wir brauchen einen Zweierplip. Wir dürfen den nicht umwandeln. Da muss ich unbedingt dran denken. Und weg. mein Fehlsignal hat sich aufgelöst. Also er ist zurückgegangen und hat halt diese Verteidigungsposition eingenommen. Also wir haben ihn quasi damit abgelenkt. Das gefällt mir ganz gut. Ne, das war ja eigentlich mein Ziel. Wir haben ihn abgelenkt. So, die Tür ist jetzt unter Beobachtung von Onkel Doc. Und ja. Achso, wir müssen noch eine Runde wenden. Kann ich irgendwie abkürzen? 1, 2, 3, 4. Das geht. Können wir den Sergeant jetzt von hinten so schön mal schön so ranknuspern? Na los hier, für deinen Imperator, stirb! Nein! Nein! Der hat meinen Süßen kaputt gemacht! Du dreckiger Sergeant, du... Du Biomasse auf zwei Beinen! Alter Schwede, kriegen wir den nochmal? 2, 3, 4, 5. Attacke. Attacke. Dein Glück ist zu Ende, Space Marine. Yeah! Our mission has failed. Oh, das ging ja einfach. Ach, fuck! Oh, ich hab den Sergeant jetzt schon getötet. Och, Mann. Ich wollte doch alle töten. Ich hab's doch gerade vor eine Minute gesagt. Aber der Sergeant stand da so schön. Der Onkel Doc davor quasi und ja. Weil ich wollte mal so einen Bulwark oder sowas holen. Ich habe ja nie eine Chance, hier irgendwie mal andere Symbionten zu spielen, richtig. Finde ich ein bisschen schade. Oh doch, nee, wir können weiter. No, doch nicht. Pride, Honor, Devotion. These noble human feelings meant nothing to the monsters in the void. The Deathwing Terminators died fighting, but no honor was won, no knowledge earned. In the derelict's blood-spattered chambers, the gene stealers returned to their slumber, their alien rage and thirst for flesh briefly sated. Ja, haben die sich verdient, ne? So eine kleine Mahlzeit. Das war bei den Symbionten, glaube ich, auch im Story irgendwie was. Die sind deswegen auch ein Speer, weil die quasi so in so einen Tiefschlaf fallen können. Und wenn irgendwas Interessantes passiert, wachen die auf. Es gab ja auch einen Symbiontenkult, habe ich auch gesehen, da gibt es jetzt auch Modelle von. Das sind dann Leute, die halt diese Symbionten anbeten, die werden dann beeinflusst und ja, mutieren dann auch. Ich glaube, die vermischen sich dann irgendwie mit diesen Genstealern. Aber war auch interessant. So. Aber zu meiner Spielzeit gab es das damals nicht. So, 300 DNA, ein bisschen wenig, finde ich. Geizen ganz schön rum.
Ah, die Mission war doch einfacher, als ich dachte. Ich dachte, da knabbern wir jetzt echt dran. Tja, schade. Und hier haben wir auch wieder so eine Entscheidungskacke. Lasst mich doch einfach alles spielen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, die Space Marine Kampagne ist irgendwie ein bisschen künstlich aufgebauscht. Wegen diesen ganzen Miniskirmische-Missionen. Aber die Tyranniden haben ja sowas überhaupt nicht. Da haben sie es eher kurz gehalten. Finde ich ein bisschen schade. Drei Genstealer müssen überleben. Ja, nee, leck mich. Ich opfer die. Drei Genstealer müssen überleben. Was ist das für eine Entscheidung, bitte? 10 Genstealer müssen überleben? Tötet 3 der Sturmtruppe. Ah, ne, töten. Töten den Sturmtruppe. Okay, ich töte den Sturmtruppe. Also gefällt mir gar nicht. Richtig, Entscheidung ist es ja auch nicht, ne? 3 Symbionten müssen überleben. Oder Genräuber. Hm. Na gut, aber das kommt erst nächstes Mal. Wie heißt die Mission überhaupt? Dieses DNA-Filter, das gerade so ein bisschen übertüncht. Überfall der Space Wolf. Geil! Space Wolf. Die Mettler sind unterwegs. Die Space Marine Mettler, die sich noch Fell überziehen. Ich habe mich ja über die Kultisten hier, diese Dark Angels und diese Space Marines, die so Kutten tragen, lustig gemacht. Ich finde die Space Wolves noch etwas schlimmer. Mit ihren Energieäxte finde ich cool. Die ruhen auch auf den Rüstungen. Ich finde immer nur diese komischen Fellüberzieher, finde ich ein bisschen komisch. Sah ein bisschen komisch aus. Aber was ich wieder cool finde, darum hatte ich mir früher mal für meine Space Marines, nämlich mal ein Set von den Space Wolves gekauft, weil die haben so coole Köpfe, die so Haare haben. Und die meisten hatten ja früher immer Glatze. Aber die Space Wolves hatten immer coole, lange Mähen. Die fand ich echt cool. Na gut, das zum nächsten Mal. Machen wir auch die platt, kein Problem. Ja, das war's von eurer Schwarmutter. Eure Schwarmutter befiehlt, zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.